So, hallo. Ja, hallo, Herr Rösler. Einmal in Simon würde ich gerne fahren. In Simon, das ist Mitte irgendwo. Auguststraße. August. Ah ja, doch, Ecke gibt's da oder so, ne? Finden wir. Sonst gibt's ja genug Italiener in Mitte. Da wären wir schon fündig. Ja, gibt's, wobei es doof wäre, weil ich da eine Verabredung habe. Ach so, okay. Ah, aber ja, dann. Wir werden das schon finden. Alles klar. Na, dann fahren wir mal los. Und das ist dann wenigstens so richtig Feierabendessen oder geht es denn weiter mit der Arbeit? Ja, schon ein Gespräch mit einem Büroleiter einer wichtigen großen deutschen Tageszeitung. Und wobei das, man nennt das so Hintergrundgespräch, eigentlich gar nicht so sehr um tagespolitische Fragen geht oder Antworten, sondern einfach zur Einordnung von bestimmten Grundpositionen oder Aussagen in bestimmte Grundpositionen. Das gehört zum täglichen Geschäft eigentlich von Politikern dazu. Gehen wir ja auf die Wahlen zu. Ich meine, so Wahlkampf noch nebenbei, neben dem, was man als Minister noch so abreißen muss. Also wie viele Stunden haben Sie denn da die Woche? Also das kann man gar nicht sagen. Eigentlich ist es in der Woche rund um die Uhr. Ich bin gestern Morgen ganz früh aufgestanden, war dann schon in Stuttgart im Hotel, weil ich eine Abendveranstaltung vorher in Baden-Württemberg hatte. Um 9 war ich dann spätabends hier in Berlin, um mich dann noch mit meinem Bundesgeschäftsführer zu treffen. Und um 11 war ich dann im Bett. Wow. Also 11:30. Aber ich meine, wenn Sie jetzt Ihr eigener Hausarzt wären, da würden Sie doch wahrscheinlich sagen, Mensch, Herr Rösler, da müssten Sie eigentlich mal ein bisschen kürzer treten, sonst brennen Sie irgendwann mal aus, oder nicht? Wenn es einem Freude macht, dann würde einem wahrscheinlich auch ein Arzt sagen, hey, also wenn es ihm Freude macht und sich das motiviert, dann ist das eher gesund als ungesund. Ah, okay. Ja, nun, aber hatten Sie ja nun auch Phasen, wo Sie auch ganz schöne Nehmerqualitäten beweisen Absolut, mussten, ja. oder? Freude hat einem das nicht gemacht. Ich glaube, das ist klar, wenn Sie ständig irgendetwas Schlechtes über Ihre Partei oder gar über sich als Person dann lesen müssen. Hm. Umgekehrt, finde ich, muss man auch wissen, das gehört dazu zum politischen Chef. Man hat ja auch einiges daraus gelernt. Hm. Und letztlich müssen Sie es immer so sehen, so sehe ich das jedenfalls, das, was Sie da an Kritik auch auszuhalten hatten, da haben Sie so viel von gelernt, dass all das, was jetzt kommt an kritischen Stimmen, manchmal noch, ist ja zum Glück deutlich weniger geworden, dass Sie das locker aushalten können, weil Sie mal sagen können, hey, es war schon mal viel schlimmer. Also insofern. Ja, aber was hat das denn mit Ihnen gemacht, wenn Sie jetzt sagen, man hat was gelernt? Das klingt dann fast so, als wären Sie jetzt so verhärmt und härter geworden und so. Also, ja, haben Sie den Eindruck, als wäre ich verhärmt und verhärtet? Nee, nicht. Aber was hat man denn gelernt? Also, dass man den berühmten, viel zitierten, netten Herrn Rösler dann ab und zu auch mal ausschalten muss? Oder. Ja, weiß ich gar nicht so sehr. Also, jedenfalls, dass zur politischen Führung manchmal auch eine gewisse Grundhärte gehört, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, auch Entscheidungen um- und durchzusetzen, gar keine Frage. So, und ich glaube, es ist nochmal was anderes, theoretisch zu wissen, okay, du wirst kritisiert und es praktisch dann eben auch zu erleben. Aber wenn man das einmal erlebt hat und durchgestanden hat, wie gesagt, dann kann ein, und das habe ich dann gelernt, auch in der Zukunft nichts erschüttern. Was mich zum Beispiel in der letzten Zeit so ein bisschen gewundert hat, also gerade wenn es so um Freiheit und Liberale geht, ist, dass die FDP bisher so das Feld, was diesen ganzen NSA-Kram so angeht, noch gar nicht groß betreten hat. Und bisher hat eigentlich nur irgendwie die Schnarre was dazu gesagt. Und irgendwann habe ich nochmal von so einem stellvertretenden Rechtsausschusssprecher oder sowas gehört. Aber erstens, es ist absolut unser Thema. Zweitens, nur Frau Lotte Schnarrenberger passt insofern nicht. Erstens ist sie unsere Bundesjustizministerin, zweitens ist sie die stellvertretende Bundesvorsitzende auch dieser Partei. Ja, ja, aber übrigens, da muss sie halt, ich meinte nur, da muss sie ja qua Beruf auch was sagen. Also das ist ja ihr Job. Also, naja, also da gibt es auch andere, die haben auch was gesagt und das war auch nicht so mehr klug, während das, was Frau Lotte Schnarrenberger gesagt hat, Hand und Fuß hat. Und ich finde, auch gerade bei diesem sensiblen Feld hat das etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und vielleicht kann ein Bürger nicht im Detail genau sagen, wann wer was gemacht hat, aber so ein ungutes Gefühl hat man, finde ich, zu Recht bei solchen, ich sag mal, Empörungsrhetorikern, wie das die Opposition nun gebracht hat, durchaus haben. Ja. Es gab mal einen ganz klugen Typen in der FDP, das war unser erster Generalsekretär, der hat gesagt, die Zunahme in Sicherheit bedeutet eine Abnahme von Freiheit und umgekehrt. Und diese Balance zu finden zwischen Sicherheit und auch Notwendigkeit von Geheimdiensten, auch Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, aber Einschränkung der Freiheitsrechte. Diese Balance, das ist urliberale Aufgabe, die immer wieder richtig zu finden. Auch, ja, aber manchmal hat man ja so den Eindruck, dass also so alte Kräfte, die dafür einstehen, so wie der Herr Baum oder sowas, ne, dass die so ein bisschen zurückgedrängt sind und dass so vieles jetzt in der FDP wirtschaftsliberal ist, aber man manchmal diesen Urliberalismus, also das Einstehen für Bürgerrechte, so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde. Ist eine Grundüberzeugung, dass es natürlich
ökonomische Freiheit und Verantwortung geben muss, also im Wirtschaftsleben, das ist ja meine Aufgabe quasi als Wirtschaftsminister, aber es gibt keine wirtschaftliche Freiheit ohne gesellschaftliche Freiheit. Und aber da ist es ja, wenn Sie jetzt sagen, irgendwie die Freiheit ist da extrem wichtig und dass der Einzelne auch Freiheit haben muss, damit geben Sie ja dann eigentlich viel so Ihre, eigentlich was Sie als Politiker für Handhaben haben, um gesellschaftliche Realität überhaupt zu formen, so ein bisschen aus der Hand. Ne? Ja. Weil das funktioniert ja viel, dass Sie sagen, okay, wenn ich möchte, dass wir mehr, weiß ich nicht, Solarstrom in Deutschland haben, dann mache ich da finanzielle Anreize und so weiter. Das würde ja bei Ihnen dann quasi sozusagen schon unter zu viel Staat fallen wahrscheinlich. Ja. Ne? Das ist der Punkt, schauen Sie. Man muss sich dann entscheiden, traut man den Menschen etwas zu oder glaubt man, der Staat kann alles viel besser als die Menschen? Ich sage Ihnen ganz offen, unsere Grundauffassung ist es, lieber eine starke Gesellschaft als einen übermächtigen Staat. Also wenn das wirklich so ist, weil man denkt ja immer so, also so dieser soziale Kuschelfaktor jetzt so in dem Bereich, wo ich arbeite, im Niedriglohnsektor, der ist ja bei der FDP nicht so hoch. Da würde man ja immer denken, naja, das ist so eine Partei für die Hotelbesitzer und nicht unbedingt für Leute, die, sagen wir mal, jetzt im Niedriglohnsektor rumkrebsen. Ja, ne? Also glaube, das ist eben leider auch ein Image, aber das ist so, wenn man das glaubt, glaubt man auch, kommt ja von irgendwo her. Ne? Ja, nee, aber wenn man mich so ansieht, würde man sagen, hey, der kann bestimmt Karate. Und auch das ist ein Klischee, was leider nicht so stimmt. Ich würde es gerne können, kann ich aber nicht. Die Grundaussage, die ich eben auch vertrete, auch als Parteivorsitzender, ist eben nicht, dass wir für die Reichen oder Superreichen sind, sondern für die, die eben jeden Tag hart arbeiten und die am Ende sagen, hey, eigentlich muss irgendwas von dem, was ich erarbeite, für mich, für meine Familie auch übrig bleiben. Na gut. Es gibt übrigens auch viele Taxifahrer, die uns wählen. Ja, okay, ich habe noch keine getroffen, aber gut. Oh, also ich habe schon relativ viele getroffen. Ach. Jedenfalls sagen die mir das immer, vielleicht sagen sie das immer nach der Taxifahrt, aber... Ja, naja, man ist immer freundlich zum Kunden. Ach so, meinst du das? Ja, wir sind auf jeden Fall, da ist der Simon. Vielen Dank. Angekommen. Lief super. Nett mit Ihnen zu plauschen und ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen guten Appetit erstmal. Vielen Dank, danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und ja, da muss man irgendwo ziehen, genau, und dann geht's auch. Ja. Dann tschüss. Tschüss. Okay.